Moin, es ist früher Morgen, ich bin frisch geduscht und deshalb ist es Zeit, sich zu rasieren und zu frisieren. Heute mache ich zwei Videos, weil ich zwei verschiedene Sachen ansprechen möchte. Und ich habe Fragen bekommen von zwei verschiedenen Usern. Einmal hat Daniel Schmidt mich zum Beispiel so ein bisschen nach meiner Haarwäscheroutine und so weiter gefragt. Deshalb möchte ich da ein bisschen was zu sagen. Und dann gab es noch einen Kommentar von Silvio, wo ich genau auf Haarwasser und Haaröl eingehen soll. Und ich denke, diese beiden Sachen kann ich ganz gut in ein Video kombinieren. Und zur Rasur gibt es dann später noch ein separates Video, weil ich da auch noch wieder was ganz anderes zu sagen habe. Also erstes Video, da geht es um Haarpflege, Haarwäsche, Haarwasser, Haaröl. Und da wollte ich so ein paar Sachen erzählen. Die eine Frage von Daniel war, wie oft ich mir zum Beispiel die Pomade aus den Haaren wasche und wie das bei mir mit Build-up aussieht. Ja, erstmal zur Begrifflichkeit Build-up. Ich weiß nicht, ob hier so viele Pomade-Experten oder auch Neulinge sind. Aber wenn man Pomade benutzt, Pomade besteht ja zum Hauptteil aus Vaseline, oft auch aus Wachs und das lässt sich relativ schwer auswaschen. Also mit einer Haarwäsche bekommt man Pomade normalerweise nicht raus. Da, die bleibt immer ein paar Tage länger drin und wenn sich dann über Tage hinweg so ein Pomaderest in den Haaren aufbaut, das nennt man normalerweise Build-up. Ja, oder einfach, wenn ich heute Pomade benutzen möchte und ich habe von gestern oder so noch Reste drin, ist bei mir auch aktuell so, die Haare sind frisch gewaschen, aber weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann es auf jeden Fall fühlen, da ist noch Fett drin, ja, und das nennt man Build-up und da lebt man mit, das ist eigentlich normal. Als ich ganz frisch angefangen habe, Pomade zu benutzen, da habe ich immer noch gedacht, die muss man sich wie Gel jeden Abend rauswaschen. Da habe mir da unglaublich ein Bein ausgerissen, indem ich da irgendwie Olivenöl mit Shampoo gemischt habe, um mir dann in zwei oder drei Waschgänge am Abend noch meine Mary Superior rauszuwaschen. Ja, wer sich ein bisschen mit Pomade auskennt, wird es wahrscheinlich lachen über diesen Versuch. Und irgendwie habe ich dann erfahren von anderen Benutzern von Pomade und auch selber gemerkt, dass es eigentlich erstmal praktischer und zudem unproblematisch ist, Pomade einfach drin zu lassen. Momentan ist es bei mir so, dass ich eigentlich permanent Pomade in den Haaren habe, außer alle 4 bis 5 Wochen, wenn ich zum Friseur gehe, dann fange ich so 3 Tage vorher an, mir die Pomade rauszuwaschen, damit der Friseur die Haare leichter schneiden kann. Wahrscheinlich könnte sie auch schneiden, wenn ein bisschen Build-up drin wäre, aber ich wasche sie mal ganz raus. Und davon abgesehen habe ich eigentlich permanent Pomade in den Haaren. Ja? Wenn ich morgens dusche, benutze ich eigentlich nur so alle 3 Tage vielleicht, 2, 3, 4 Tage Shampoo, um einfach alles so ein bisschen zu reinigen und so ein bisschen zu entfetten. Und die anderen Tage nehme ich aber einfach nur kurz Wasser und mache mir die Haare nass. Wenn ich aus der Dusche komme, dann kommt noch ein kleiner Klacks Pomade wieder rein. Beziehungsweise wenn ich shampooniert habe, kommt ein bisschen mehr Pomade rein. Aber so, dass auf das Build-up einfach immer wieder frische Pomade aufgetragen wird. Ja? Genau, ich habe gerade gesagt Shampoo. Zum Beispiel lange Zeit dieses Clubman-Shampoo benutzt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Habe auch so ein paar Shampoos aus den Drogerien, das hier ist ein bisschen teurer. Ich mag es aber ganz gerne, weil es so ein bisschen auch wie das Clubman Aftershave riecht, weil ich diese Marke eigentlich ganz gerne mache. Seit kurzem benutze ich aber stattdessen etwas, was bei anderen Pomadenutzern auch sehr beliebt ist, nämlich, ich muss gleich mal gucken, wo ich sie hingelegt habe, nämlich Aleppo-Seife. Ah, hier. Aleppo-Seife, eine typische handgemachte Seife aus dem Norden Syriens, besonders aus der Stadt Aleppo, dem Namen nach. Habe mir gerade erst wieder eine gekauft im türkischen Lebensmittelgeschäft. Und das ist so ein Block Seife hier mit so einer Prägung auf Arabisch. Steht drauf, aus welcher Manufaktur das ist. Manufaktur Schecho in Aleppo bzw. Afrin. Wahrscheinlich Afrin in der Provinz Aleppo oder sowas. Und man sieht an der Form, an der Prägung schon, dass es ein schön handgemachtes Produkt ist. Ja. Da gibt es auch ganz interessante Videos und Dokus auf YouTube, wo man die Herstellung sieht. Jetzt momentan natürlich sehr eingebrochen durch den jahrelang andauernden Krieg in Syrien, aber es gibt sie immer noch, die Aleppo-Seife. Ja. Heißt auf Arabisch auch Sabun al-Rar. Rar heißt Lorbeer und also Sabun al-Rar, Lorbeerseife, weil die einen hohen Anteil Lorbeeröl hat. Und die ist halt sehr gut geeignet, um die Haare zu entfetten und ist zudem natürlich und greift die Kopfhaut und Haare nicht so an. Ja? Genau, Aleppo-Seife. Also gibt es für einen kleinen Preis im türkischen Lebensmittelgeschäft. Dazu kauft man sich dann am besten so ein Seifensäckchen.
Ja, da sieht man, da ist auch schon ein kleines Stück drin. Habe ich heute nicht benutzt, ist ein bisschen angetrocknet. Aber mit so einem Seifensäckchen kann man es in den Händen gut aufschäumen und dann den Schaum in die Haare einarbeiten. Ja. Bin also gerade dabei, auf Aleppo-Seife umzusteigen und werde mal gucken, wie meine Haare damit klarkommen. Ob ich da irgendwelche Verbesserungen oder Verschlechterungen bemerke. Genau, und so sieht das aus mit dem Auswaschen. Aleppo-Seife, wenn man sich damit die Haare gewaschen hat, sind die hinterher oft so ein bisschen stumpf. Und da hilft es dann auch, Pomade zu benutzen natürlich, um wieder so Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit in die Haare zu bringen. Oder auch Haaröl, eines der Produkte, auf die ich gleich nochmal genauer eingehen möchte. Ja? Also Silvio hatte mich gefragt, was ist eigentlich Haarwasser und Haaröl? Ich hatte schon mal in meinem allerersten oder in meinem zweiten Video oder so zum Thema Haarprodukte so ein paar Sachen vorgestellt. Ich kann gerne nochmal sagen. Haarwasser erstmal. Bei Haarwasser muss man erstmal grundlegend sagen, dass es zwei Arten gibt, nämlich ohne Öl und mit Öl. Ja. Was ist der Unterschied? Haarwasser ohne Öl, wie zum Beispiel hier das Jerry's Hair Tonic, was ich sicher schon ein paar Mal in meinen Videos benutzt habe, besteht hauptsächlich aus Wasser, Alkohol und dann ist hier auch noch Glycerin, Borsäure drin und ansonsten Duftstoffe. Dient eigentlich dazu, nach der Dusche oder auch einfach so, nicht nach der Dusche, die Haare etwas zu erfrischen, die Kopfhaut zu reinigen, lose Schuppen zu entfernen und oft riecht Haarwasser auch gut. Ja? Also ein Produkt hauptsächlich aus Wasser und Alkohol und ist auch gut dazu geeignet, die Haare so ein bisschen zu entfetten oder die Kopfhaut zu entfetten, wenn man regelmäßig Pomade benutzt. Ja? Ist auf jeden Fall für mich nach der Dusche immer eine sehr gute Vorbereitung auf die Frisur mit Pomade, die danach folgt. Genau. Da gibt es noch so ein paar andere. Also hier, wie gesagt, der Klassiker Jerry's Hair Tonic ohne Öl aus den 20ern. Dann gibt es noch Osage Rub, habe ich sicher auch schon mal was drüber gesagt. Das ist halt sehr erfrischend, stark Menthol- und Eukalyptushaltig. Und haben wir hier noch so. Wer ein bisschen erlesenere Düfte mag. Eau de Quinine, Eau de Portugal und Clubman, alles von der Marke Edouard Pinot Clubman. Okay. Die Produkte habe ich zum Beispiel alle im Pomadeshop bestellt und bestelle ich da auch nach, wenn sie wieder alle sind. Oder kaufe sie mir manchmal beim Friseur, wenn ich gerade da bin. Daneben gibt es noch das Vitalis Hair Tonic. Das gibt es, glaube ich, momentan in Deutschland nicht. Der Pomade-Shop hat es früher mal, aber wahrscheinlich wegen zu geringer Nachfrage aus dem Sortiment genommen. Das habe ich mir in den USA gekauft. Auch ein ölfreies Hair Tonic oder Haarwasser. Ich komme gleich nochmal zur Terminologie. Dann gibt es auch noch das Seborin-Haarwasser, was man bei uns in jeder Drogerie bekommt. Für einen kleinen Preis. Und das sind erstmal die ölfreien Haarwässer, die ich habe. Daneben gibt es auch noch Haarwasser mit Öl. Öl hat halt den Effekt, dass die Haare ein bisschen geschmeidiger werden, vielleicht ein bisschen glänzen oder hilft auch gegen trockene Kopfhaut. Ja? Haarwasser ohne Öl vielleicht eher gegen fettige Kopfhaut und gegen trockene Kopfhaut Haarwasser mit Öl. Und da habe ich zum Beispiel den Klassiker aus den 30er Jahren, Lucky Tiger. Ja? Also das enthält auch hauptsächlich Wasser und Alkohol, aber daneben sind da auch so ein paar Öle drin, die für Geschmeidigkeit sorgen sollen. So, das ist erstmal Haarwasser. Haarwasser bezeichnet man oft auch im deutschen Sprachraum als Hair Tonic, wobei der Begriff Hair Tonic, der englische Begriff Hair Tonic, ein bisschen weiter gefasst ist als der amerikanische Begriff Haarwasser, als der deutsche Begriff Haarwasser. Man sieht nämlich zum Beispiel, dass auch das hier mit Hair Tonic beschriftet ist, Vaseline Hair Tonic. Das ist aber kein Haarwasser und auch kein ölhaltiges Haarwasser, sondern ein reines Haaröl. Ja. Besteht aus, wenn ich mir mal die Inhaltsstoffe angucke, Mineralöl, Parfüm und so ein paar Duftstoffe sind noch aufgelistet. Reines parfümiertes Mineralöl. Ja, und da kommen wir also gleich zur nächsten Art von Produkten. Haaröl. Was bringt Haaröl? Haaröl hat einige verschiedene Anwendungen. Erstmal kann man das wie ölhaltiges Haarwasser oder einfach in Verbindung mit einem ölfreien Haarwasser dazu benutzen. Gegen trockene Kopfhaut anzugehen, dem Haar Glanz und Geschmeidigkeit zu verleihen. Und man kann es, denke ich, auch einfach als reines Styling-Produkt verwenden.
Hat natürlich praktisch keinen Halt, bringt die Haare erstmal stark zum Glänzen. Und ich denke aber, wenn die Haare die richtige Länge haben und man die richtige Menge Haaröl benutzt, kann man das sicher auch benutzen, um sich eine eng anliegende Frisur zu gestalten. Ja? Also beispielsweise einen eng anliegenden Seitenscheitel oder die Haare einfach zurückkämmen, sogenannter Slickback oder ähnliches. Ja? Ich denke, es wurde zu diesem Zweck auch früher, sagen wir mal, in den 20er und 30er Jahren oft benutzt. Ja. Genau, da haben wir aus den USA erstmal das Vaseline Hair Tonic. Gibt es auch in größer. Ja, das bestelle ich nirgendwo, sondern ich habe in Hamburg so einen Afro-Shop, den ich kenne, und da haben die eigentlich das immer da, auch die großen Flaschen. So eine kleine habe ich schon einmal leer gemacht und die große, die wird wahrscheinlich jahrelang noch halten bei mir. Ja, genau. Was es da sonst noch gibt, was sehr bekannt ist, ist aus Italien Linetti. Brillantina Linetti gibt es einmal als normales Haaröl, sehr schön mit Lavendel parfümiert. Und daneben gibt es noch so eine dunkle Variante Almallo di Noce. Und das habe ich mir mal geholt, um es auszuprobieren. Das soll helle Haare dunkel färben, besonders graue Haare. Meine Haare sind dafür aber schon wieder zu dunkel, da habe ich keinen Effekt bemerkt. Ja. Ansonsten auch zwei ganz normale brauchbare Haaröle. Linetti aus Italien. Was gibt es noch? Dann gibt es noch etwas aus den USA. Tres Flores oder Three Flowers gibt es auch als Pomade. Ja, die Three Flowers Brillantine. Und das hier ist halt das gleiche in Ölform, hat den gleichen Duft, also ein sehr intensiver Blumenduft. Ja, in so einem schönen Art Deco-Fläschchen. Das gibt es. Und in deutschen Drogerien finden wir noch ein altes Produkt, das es auch schon mindestens seit den 30ern gibt, soweit ich weiß. Und zwar das Klettenwurzelhaaröl von Beiersdorf, das damals noch unter dem Namen, also in den 20er, 30er Jahren noch unter dem Namen Nivea verkauft wurde. Ja, genau, also alles Produkte, um die Haare glänzend zu machen. Ich glaube, manche benutzen das auch, wenn schon eine feste Pomade drin ist, machen die noch eine Schicht Haaröl drüber, um die Frisur noch so ein bisschen mehr zum Glänzen zu bringen. Hat dann aber den Nachteil oder Vorteil, je nachdem, ob man es möchte, dass es die Pomade so ein bisschen aufweicht. Ja. Was man damit noch machen kann, da hat auch der Pomade-Shop ein schönes Video mal zu gemacht. Ich glaube, Flo hat das gemacht. Man kann Haaröl auch gut benutzen, um Pomade so ein bisschen aufzuweichen, um sie dann auswaschen zu können. Ja? Das heißt, vor der Haarwäsche, wenn ich Pomade auswaschen will, einfach mal ordentlich Haaröl rein, schön verteilen und dann mit Shampoo waschen, dann sollte die Pomade leichter rausgehen. Ja? Das ist einer der Effekte. Okay. Ich werde das gleich mal ganz kurz demonstrieren. Also einmal Haarwasser und Haaröl benutzen und danach Pomade, um einfach mal zu zeigen, wie ich das nicht immer, aber häufig mache. Ja? Also komme aus der Dusche, habe die Haare mit dem Handtuch so ein bisschen trocken gerubbelt, sind immer noch feucht. Dann kommt jetzt einmal ein Haarwasser. Heute nehme ich mal Jerry's, so mein Standard-Haarwasser eigentlich, mein Default-Haarwasser. Dann erstmal die Haare mit dem Haarwasser schön befeuchten und das schon mal so ein bisschen verteilen. Und wieder zu. Und wegstellen und dann wird das Ganze so ein bisschen einmassiert. Eigentlich gehört das bei vielen Pomadenutzern zur täglichen Routine. Genau, das Jerry's gibt es übrigens auch mit Öl, wenn das jemand möchte, wenn jemand den Duft mag und unbedingt das mit Öl möchte. Sieht auch sehr lustig aus, weil da keine Emulgatoren drin sind und das Öl, das setzt sich so von dem Haarwasser ab. Das heißt, in so einer Flasche Jerry's mit Öl, da sieht man das Haarwasser und obendrauf schwimmt dann immer das Öl. Da muss man es ordentlich schütteln, damit es sich verteilt und dann kann man es in die Haare einarbeiten und mit der Zeit trennen sich die beiden Stoffe wieder. Also ein richtig klassisches Produkt. So, das war schon mal das Haarwasser. Und jetzt noch ein Klacks Öl, einfach zur Vorbereitung. Dann nehme ich, ja, mein Standard-Haaröl ist eigentlich das Vaseline Hair Tonic, was Elvis auch benutzt haben soll. Und dann mache ich mir meistens, das hat glücklicherweise schon so eine ganz kleine Öffnung, dass man so einzelne Tropfen rausnehmen kann. Da mache ich mir meistens so 5 bis 6 Tropfen in die Hand, das reicht völlig, ja.
Auf keinen Fall überdosieren, denn sonst kann es schnell richtig fettig werden. Ich habe da mal was gelesen in der Facebook-Gruppe. Da hat jemand gedacht, ah, Hair Tonic, okay. Mache ich mir mal einen ordentlichen Schuss, wie bei anderen Hair Tonics, die ich habe. Und dann war es wohl so fettig, also dass einem das Fett runtergelaufen ist und dass man, wenn man sich mit der Hand durch die Haare geht, wirklich jedes Mal wieder eine Schicht Öl an der Hand hatte. Deshalb aufpassen, der Name ist ein bisschen irreführend. Das heißt zwar Hair Tonic, aber das ist auf Englisch ein weit gefasster Begriff. Das umfasst viele Flüssigkeiten, die für die Haare gut sind, die aber ganz unterschiedlich angewendet werden. Ja, flüssiges Haaröl wird auch oft als Brillantine bezeichnet. Zum Beispiel Brillantina Linetti oder Three Flowers heißt auch Brillantine. Und in Deutschland gab es zum Beispiel früher, ich glaube bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, weiß nicht, ob es danach noch gab, gab es zum Beispiel auch Schüttelbrillantine von Nivea. Das war halt auch so ein großes Glas mit Haaröl, mit Mineralöl. So, ein bisschen eingearbeitet. Noch mit meiner Baloid-Bürste so ein bisschen verteilen. Die nehme ich eigentlich immer, wenn ich Haarwasser oder auch Haaröl in die Haare einarbeite. Das Gefühl, damit kann man das auch so ein bisschen besser und tiefer verteilen. Ja? Jetzt sieht man, jetzt habe ich schon so eine altmodische Slickback-Frisur. Und was ich jetzt mache, jetzt werde ich die Haare noch in Form föhnen und anschließend eine Pomade benutzen. Das Föhnen erspare ich euch aber, also ganz kurz einen Moment. So, wie man sieht, sind die Haare jetzt durchs Föhnen wieder in Form gebracht, so wie ich das üblicherweise mache. Und dann kann ich jetzt eine Pomade nehmen. Übrigens, wenn ich ein richtig gutes Bild da drin habe, dann geht auch problemlos Haaröl als Standalone-Produkt, also einfach Haaröl alleine, um die Pomade vom Vortag einfach so ein bisschen mehr zum Glänzen zu bringen. Ja? Heute nehme ich aber eine Pomade. Und zwar die Dex Vegetable Oils Pomade. Das ist die Originalpomade von Dex, soweit ich weiß, die allererste aus den 50ern. Das ist eine sehr weiche Pomade. Das ist eine grüne Pomade. Sehr weich, glänzend. Und riecht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die grüne Farbe das suggeriert, dass die nach Waldmeister riecht. Aber riecht anders als andere Dex Pomaden, finde ich. Riecht so ein bisschen süßlich, fruchtig. Ja. So, einmal zwischen den Händen verteilen, geht Butter weich, also die ist von der Weichheit her in einer Liege mit Royal Crown Hairdressing, würde ich sagen, und auch mit der blauen Dex Short Neat. Und damit komme ich heute glänzend durch den Tag. Genau, was ich noch sagen wollte zum Thema Build-Up und Frisiercreme. Auch Frisiercreme kann man prima benutzen, wenn man Build-Up drin hat, dann hält das gut. Und Frisiercreme hat dann aber auch den Vorteil, dass die Pomade so ein bisschen aufgelöst wird. Deshalb mache ich das auch so, dass ich, wenn ich vorhabe zum Friseur zu gehen in den nächsten 2-3 Tagen, dann fange ich erstmal an zu entfetten und frisiere mir die Haare auch mit Frisiercreme, zum Beispiel Brill Cream oder so, weil sich dann die Pomade noch besser rauswäscht. Ja? Und ansonsten nehme ich Frisiercreme aber auch ganz gerne in völlig fettfreie Haare. Das heißt, ab und zu mache ich mal so ein Wochenende, auch wenn ich nicht zum Friseur gehe, dass ich mir die Haare einfach völlig entfette und sie dann nur mit Frisiercreme style. Geht am besten, wenn die Haare relativ frisch geschnitten und kurz geschnitten sind. So, einmal die Pomade schön verteilen mit der groben Seite vom Kamm. Schon mal den Scheitel suchen. Vorne so ein bisschen der Tolle aufstellen. Ein bisschen nach vorne schieben. So. Noch ein bisschen nachkämmen und in Form bringen, und bevor ich aus dem Haus gehe, wird das eh noch mal ein bisschen korrigiert. Vielleicht noch ein bisschen so nach vorne ziehen.
Das ist jetzt keine besonders feste Pomade, aber die nehme ich ja eh nicht gerne, sondern eher was Weiches, Geschmeidiges, was die Haare dennoch einigermaßen schwungvoll aussehen lässt. Okay, reicht erstmal, wird nachher nochmal nachkorrigiert, bevor ich aus dem Haus gehe. Und die Frisur ist soweit fertig. Ja, also habe mir heute die Haare nur mit Wasser gewaschen, werde aber wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder Aleppo-Seife benutzen, um so ein bisschen zu entfetten und die Kopfhaut zu reinigen. Nach dem Duschen dann Haarwasser und optional auch Haaröl, so wie heute. Föhnen in Form bringen, Pomade rein und fertig. Ich muss ein bisschen die Knie gehen, irgendwie ist mein Handy heute anders aufgestellt. Aber man kann sehen, die Frisur ist erstmal fertig. Dann geht es jetzt an die Rasur und dazu mache ich aber ein extra Video. Deshalb sage ich für jetzt erstmal bis gleich.